Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir spielen als Joker und müssen jetzt das machen, was wir schon mal gemacht haben. Wir müssen den VI-Kern einschalten und dann, ja, sind wir cool. Scheiße. Jetzt können wir die Sachen aber skippen, deswegen wird es sicher alles ein bisschen schneller gehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegessen werden. Das wäre not best for business. Mehrere Feinde auf dem Crewdeck geortet. Joker, ihr wimmelt es von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Jupp. Du hast mich sehr gut beschützt. Scheiße. Hauptreaktor offline. Ah. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Notfall-H? Scheiße! Okay, was geht? Der Schacht hinter Ihnen führt... Oh, ist an der Zeit zu frühstücken. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck. Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, Scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Checken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Jeff. Mein Name ist Jeff. Nein. Aber danke der Nachfrage. Captain Holzbein, ey. Wäre mal schneller gewesen. Aber nein, er war nicht. Er war bad for business. Er war nicht best for business. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ist das Schiff sicher? Wir können sowas nicht nochmal riskieren. Edie und ich haben die Systeme gesäubert. Die Reaper FFS ist online. Wir können durch das Omega-4-Portal, wann immer Sie wollen. Jetzt! Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an Ihnen zerbrechen? Edie hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edie hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Ja, aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Die Normandy, die könnte zwar noch ein paar Upgrades vertragen, aber ich will nicht, dass das die Rettung der Crew verzögert. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Genau. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Wenn wir diese Sache ein für alle Mal beenden wollen, brauchen wir jeden Vorteil, den wir kriegen können. Wir warten noch. Aber nicht zu lange, Commander. Den Luxus können sich unsere Leute nicht leisten. Wenn wir draufgehen, hilft ihnen das auch nicht, Jacob. Wir werden sie retten.
Ja, ich hab genau, gesagt, und die Galaxie dazu. Ganz entspannt. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn sie soweit sind, Commander. Digga, ich wollte die doch gar nicht retten. Ich wollte... Oder doch? Warum waren wir so vorbildlich? Das ist nicht gut. Immer so vorbildlich. Können wir hier nochmal irgendwas lernen? Nein. Nein. Ich habe es gerade angeguckt. Schiffsverbesserung, nein. Prototypen. Nein. Wir können nichts machen. Nix. Wir sind nutzlos. Zur Seite, Mann. It's time to open the gates. Was geht? Was geht? Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren sollen erfahren, was geschieht, wenn man mich wütend macht. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann... 2 Stunden? Fuck. Okay, jetzt muss ich 2 Stunden chillen, oder was? 2 Stunden Ladescreen angucken. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Wir haben das richtige Team und die Technologie der Kollektoren. Wir können es schaffen. Hoffentlich behalten Sie recht, Commander. Wir werden es ja früh genug erfahren. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, rein, Schlampe. Schön am Blutzen bestimmt. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Sie kennen mich. Ich mag Herausforderungen. Besser wird's nun mal nicht. Deshalb habe ich Sie zurückgebracht. Immer bereit, das Unmögliche in Angriff zu nehmen. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Es ist noch Platz auf der Normandy, wenn Sie es unbedingt selbst sehen wollen. Ein verlockendes Angebot. Aber mein Platz ist woanders. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Ist ein richtiger Wichser, Alter. Oder mich. Ist ein richtiger Wichser. Sie sind von großem Wert. Kann man dick an meinen Eiern lutschen, ey. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Normal. Kennt ihr doch einen chilligen Job, ne? Er sitzt da andauernd in seinem, keine Ahnung was, guckt sich eine Sonne an und blutzt eine Stange Zigaretten innerhalb von einer Stunde. So lobe ich mir das. Hier geht das jetzt los? Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Let's do this, Joker's son. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander,
Der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Oh fuck. Festhalten für Bremsvorgang. Oh scheiße! Holy shit. Zu knapp. Digga, wir leben. Chill. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein! Wieder diese Strahlen, nicht schon wieder! Edi, machen Sie die Mistkerle fertig! Nein! Jack. EKG auf Nulllinie. Sie ist tot. Sie kann nicht tot sein! Auf die Krankenstation! Wir können nichts tun, Shepard, schon gar nicht, solange diese Dinger noch hinter uns her sind. Jack ist einfach tot. Einfach so. Get wrecked. Get wrecked, einfach so. Alarm. Maschinendecks beschädigt. Alarm. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Wie tot? Ist einfach tot. Scheiße, Digga. Okay, wir nehmen die mit. Und wir nehmen den mit. Boom. Let's do this. Crazy. Sie ist einfach tot, Digga. Krass, für ein Wahnsinn. Das kann nicht jemand. Ja, fuck it, Alter, scheißegal was. Oh, was haben wir hier? Der hat 6 und Watch aufstellen. Ist cool. Okay, what the fuck? Wir wurden entdeckt. Der Laser auch irgendwann auf. Wir müssen die 5 drücken, Freunde. Wo ist die Kugel? Oh fuck! Boah, jetzt hat sie rüber geflogen, der Boss. Wir haben irgendwie eine richtig buggy Position, wo der uns nicht wegzügen kann. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Das finde ich sass, ein guter Burner, Mann. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Für ein Upgrade haben wir jetzt keine Zeit. Wir fliegen rein. Thank you.
bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Explosion im zentralen Maschinenraum. Schaden konnte eingedämmt werden. Aber Legion hat nicht überlebt. Es tut mir leid, Jeff. Übernehmen Sie, Edie. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Er ist tot. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Was? Das Ding lebt wieder. Ganz ehrlich, fickt euch Leute, das ist mir zur Zeit aufwendig mit dem Ding. Get wrecked. Richtig ätzend, das Teil. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Das heißt, ich habe schon zwei Leute verloren. Frech. Aber egal, Leute, die ich eh nicht nutze, von daher scheiße. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Oh shit. Direkt son. Gehen Sie nah ran. Kürzeste Entfernung. Voll drauf. Alle festhalten. Das wird jetzt ziemlich unangenehm. Holy shit. Kommt schon, ihr verdammten Mistkerle! Warum hat er nicht gesagt, ihr verdammten Wichser? Nein. Sie haben Fane erwischt. Nächste tot, Alter. Alle sterben. Wozu habe ich die eigentlich alle gesammelt? Generatoren reagieren nicht. Alle bestimmt, weil ich das Schiff nicht geupgradet habe. Deswegen ist es so. Ah, fuck it, Junge. Brauchen die nicht. Wir brauchen keine Hilfe und Support. Joker, alles in Ordnung? Ja, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Joker, Sie und Edie bringen das Schiff wieder online. Miranda, rufen Sie alle anderen zusammen. Wir brauchen einen Plan. Ja, let's make a master plan. Okay, drei Leute sind also tot, ja? Oder zwei? Weil Payne ist ja, keine Ahnung, entweder bewusstlos oder down. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage.
Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandy uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten, und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edie, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Wenn wir auf jeden Weg ein Team schicken, können wir die Kollektoren beschäftigen, während einer über diesen Lüftungsschacht hier eindringt. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Wer ist denn ein Tech-Spezialist? Ja, die kommt jetzt drauf, oder? Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Ich will nicht, dass Sie das zweite Team anführen. Die Hälfte von uns traut Ihnen nicht mal. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Boah, Alter, das zweite Team. Alter, Set, Alter. Fuck yes, Mann, der hat nur gar nichts gemacht. Said, Sie führen das zweite Team an. Der ist der Assozialste. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Ich werde jetzt keine große Rede halten. Sie alle wissen, was auf dem Spiel steht und womit wir es zu tun haben. Wenn wir die Kollektoren nicht aufhalten, und zwar hier und jetzt, dann wird es niemand tun. So einfach ist das. Gehen wir. Unbelievable. Das ist klar, Leute. Das heißt, wir werden jetzt die Kollektoren stürmen. Wir haben bereits Truppspezialist. Wir haben 1, 2, wir haben 3 Leute bereits verloren. Unglaublich frech. Wir stellen unser Team zusammen aus dem Doktor und der Meisterdiebin. Und den Rest scheißen wir einfach. Und ja, in der nächsten Folge werden wir souverän diese Basis stürmen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.